Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich mal einfach unterwegs und guck mal, ob es so Anfang November noch Pilze gibt und was es für Pilze gibt. Man sagt ja eigentlich, die Pilzezeit ist jetzt vorbei, bis in Spätherbst hinein. Der Meinung bin ich aber auch nicht. Ja, also der Meinung bin ich noch nicht. Ich denke mal, es wird bestimmt noch den einen oder anderen Pilz geben. Zumindest, dass man. Da bist du. Zumindest, dass man Stellen findet, wo vielleicht schon noch Pilze wachsen, weil das Wetter ja doch sehr mild ist. Aber ich glaube mal, ob man sie noch ernten kann oder sie dieses Jahr noch ernten kann, glaube ich weniger. Da müsste man schon Glück haben, dass man noch einen findet, der nicht gefunden wurde. Aber was mich am meisten interessiert ist, es werden ja immer essbare Pilze gesammelt. Und so wirkliche Informationen über die Pilzsorten, die es hier so in unseren Wäldern gibt, die nicht essbar sind, die man vielleicht auch verwechseln kann mit essbaren Pilzen, gibt es so eigentlich großartig gar nicht. Oder was für Pilze wachsen jetzt diese Jahreszeit? Habe ich bisher noch nie gesehen. Solche Videos. Wenn ihr solche Videos findet oder jemand kennt, der sowas macht, dann sagt mir da ruhig Bescheid, dann gucke ich mir den Kanal gerne mal an. Ich persönlich bin jetzt auch kein super Pilzkundiger oder Pilzfachkundiger. Ich kenne halt nur einfach ein paar Stellen, wo man essbare Pilze sammeln kann und kann auch teilweise Pilze schon ganz gut bestimmen. Ein Kurs fehlt mir noch, den werde ich auf jeden Fall mit meiner Frau zusammen machen. Meine Frau hat schon mal einen Kurs gemacht. Aber wie gesagt, ne, also so einen Kurs werde ich auch noch machen. Aber trotz alledem interessiert mich einfach mal, was für Pilze, ob essbar oder nicht essbar, eigentlich so wachsen und mit was man die verwechseln kann oder vergleichen kann oder keine Ahnung, ne? Weiß ich nicht. Und ich werde da jetzt mal ein paar schöne Fotos machen, werde mir zu den Pilzen auch was raussuchen, wenn ich sie nicht kenne. Wenn ich sie kenne, werde ich auch gleich hier noch was dazu erzählen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, erstmal viel Spaß dabei. Wir machen auch so noch ein bisschen Videos, auch von der Kleinen und so. Einige haben sich gewünscht, auch von der Hündin, von Josie ein paar Videos mitzusehen. Und wie gesagt, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß dabei. Wir sehen uns am Ende des Videos nochmal. Wer sich übrigens wundert, warum ich diese 2,5, 3 Meter lange Schleppleine dran habe, die ist nicht dafür da, weil ich der Hündin nicht vertraue oder meine, sie würde weglaufen oder so, sondern die Leine ist dafür da. Es gibt ja auch noch andere Leute mit Hunden hier, die ihren Hund leider nicht so sehr im Griff haben. Und da kann das auch schon mal durchaus vorkommen, dass ich seine Leine nehmen muss. Und das Schöne an so einer Leine ist, die Hündin kann frei laufen. Sie hat trotzdem das Gefühl, geführt zu werden. Ist also wunderbar, so eine Leerleine. Beziehungsweise das heißt die Hündin, der Hund. Ja, also hier Josie kann frei laufen. Das nimmt sie auch wunderbar an. Und wenn wirklich mal was ist, weil ich mich jetzt auf irgendwas konzentriere oder so, dann habe ich auch die Möglichkeit, auf die Leine draufzutreten. Ja, oder ich merke, sie wird irgendwie unruhig, weil sie ist ja noch sehr jung, ne? Dass ich dann einfach auf die Leine auch drauftreten kann und mich dann auch trotzdem nochmal irgendwie auf was anderes konzentrieren kann, ohne dass ich jetzt persönlich Angst haben muss, dass sie sich in irgendein Gefilde hier verstrickt und weg ist. Das ist also nichts irgendwie zu tun, dass ich jetzt hier so eine Leine dran habe oder so. Die könnte auch ohne Leine laufen, die wird nicht abhauen, die wird immer mitkommen. Aber es ist einfach so eine Sicherheit, die auch der Hündin gut tut, also die Josie sehr gut tut. Warum ich immer Hündin sage, keine Ahnung. Ich glaube, ich will zu fachlich gehen. Ja, mit der Decke habe ich ja schon gesagt, es ist sehr, sehr kühl. Es ist für Josie einfach zu kühl, man merkt das. Sie fängt dann leicht an zu husten. Normalerweise bin ich nicht so ein Deckenfreund, also ich mag jetzt nicht diese Tütü-Teile, ja, aber so was Outdoor-mäßig ist, das finde ich eigentlich schon ganz gut. Und sie bekommt definitiv auch zum Frühjahr hin ein schönes Outdoor-Geschirr. Hier haben wir schon wieder Pilze. So, guckt euch das mal an, zwei verschiedene Sorten.
Ist doch einfach herrlich, oder einfach so im Wald rumzulaufen. Wir sind jetzt schon 3 Stunden unterwegs. Hoppla, was ist das? Ich glaube, ich habe da was entdeckt. Guck mal hier, ein Stöckchen lehnt am Baum. Da liegt die Zahl 2. Weiß jemand von euch, was das sein könnte? Keine Ahnung. Irgendwie Pfadfinder, Geocaching? Ja? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schreibt mir dazu doch was in die Kommentare oder. Ja. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr wisst, was das ist. Mit diesem Baumstamm, der da am Baum lehnt, mit der 2 dabei. Ja, ihr Lieben, das war mein kleines Naturvideo. Ich und Josie zusammen im Wald auf Pilzesuche. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Ihr seid mit meiner Pilzerkundung zufrieden. Ist ja kein Belehrvideo oder Lehrvideo in dem Sinne, sondern einfach nur mal so interessehalber, was mich interessiert. Und es müssen ja nicht immer essbare Pilze sein. Die Natur generell ist ja wunderschön. Und es gibt ja viel zu erleben und zu entdecken. Und ja, ich würde sagen, ich würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und in diesem Sinne, Josie und ich sind raus. Ciao, bis zum nächsten Video.